Drei fürsorgliche Väter, drei Töchter und drei unbeliebte Schwiegersöhne. In Es ist zu deinem Besten versuchen Heiner Lauterbach, Jürgen Vogel und Hilmi Söser deshalb alles, um diese wieder loszuwerden. Rollenvorbilder, die den Schauspielern großen Spaß gemacht haben. Ich hatte selber eine 17-jährige Tochter, also ich bin voll im Thema. Es war für mich natürlich total toll, als ich das Buch gelesen habe, sowas spielen zu können, weil natürlich kennt man als Vater generell diese Sorgen, die man so hat manchmal. Aber es ist halt so super interessant, dass man die Dinge spielen kann, die man sonst niemals machen dürfte. Ich fand die Szenen, oder finde die Szenen auch Gott sei Dank im Film gut gelungen, finde die einfach herrlich, wie die, bei meiner zum Beispiel, in der Vater völlig außer sich ist und versucht es ganz behütet aufwachsen zu lassen und muss dann halt einfach realisieren, dass die Wirklichkeit ganz anders funktioniert. Denn der Nachwuchs hat bei der Partnerwahl ganz eigene Vorstellungen. Etwas, das auch Janina Use und Lisa Marie Koroll mit ihren Figuren gemeinsam haben. Ich glaube, da sind Luna und ich ähnlich. Ich glaube, wenn es einfach Klick macht und wenn die Chemie stimmt und wenn man das Gefühl hat, man wird von seinem Partner unterstützt oder von seinem Gegenüber unterstützt, dann glaube ich, wo die Liebe hinfällt, ne? Loyalität. Das A und O. Er sollte Humor haben, das ist äußerst wichtig. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass man einander sieht und dass man einander zuhört. Ich glaube, das ist in einer Beziehung ganz, ganz wichtig. Ansichten, die für die Vaterfiguren allerdings gar nicht nachvollziehbar sind. Ganz im Gegensatz zu den Müttern der Mädels. Im realen Leben sehe das allerdings ganz anders aus. Also ich hätte damit schon auch zu kämpfen, wenn meine Tochter mit einem Mann nach Hause kommt, der so alt ist wie ich oder älter. Ansonsten kann er rothaarig sein, klein, groß, dick, dünn, das ist mir alles wurscht. Er muss ein netter Kerl sein. Deswegen, glaube ich, gebietet sich da auch erstmal, sich rauszuhalten. Und ansonsten riskiert man ja im Grunde das, was man ja behalten will. Und das wird dann am ehesten weggehen. Bei Janina Use und Lisa Marie Koroll selbst gab es bei der bisherigen Partnerwahl auf Elternseite jedenfalls keinen Grund zur Sorge. Boah, bisher hatten meine Eltern nicht so viel gegen meine Freunde einzuwenden. Es waren jetzt tatsächlich auch nicht so viele, vielleicht lag es auch daran. Aber die wurden alle durchgewunken. Meine Eltern sind oder waren damals, und sind es natürlich auch immer noch, was das angeht, super, super entspannt. Etwas, das in Es ist zu deinem Besten auf äußerst amüsante Art und Weise gar nicht der Fall ist. Allerdings möchte uns der Film damit nicht nur gut unterhalten. Ich glaube, dass das eine der wichtigsten Botschaften auch dieses Films ist, zu sagen, guckt, dass ihr den Kontakt nicht verliert, indem ihr darüber redet, indem ihr offen seid als Eltern. Ich glaube, dass der Film ein ganz guter Ratgeber sein kann für alle Väter oder werdenden Väter, den mal einmal zu gucken, um zu wissen, wie man es entweder macht oder nicht macht. Die Entscheidung liegt ganz bei Ihnen selber. Es ist zu deinem Besten. Jetzt im Kino.